Meine lieben Freunde, wir machen weiter mit den Siedlern 2. Die nächste Generation, das ist bis jetzt die schwierigste Mission, definitiv. Wir haben hier richtig Probleme, gegen den Gegner hier anzukommen. Der kommt uns hier die ganze Zeit mit Generälen. Das ist richtig krass. Und uns gehen hier langsam die Generäle auch aus. So peu à peu. Wir müssen hier unbedingt auch die Goldmünzen hinbekommen. Möglichst schnell. Guck mal, die kommen hier die ganze Zeit immer wieder nach. Aber wenn ich ihm hier angreife und ihm hier seine Wirtschaft zerstöre, dann wird ihm das einen richtigen Schlag versetzen. Weil er greift schon wieder an. Aber mit einfachen Soldaten primär. Natürlich auch nur hauptsächlich einfache Soldaten. Oh Mann, ey. Aber spannend. Wirklich. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Nochmal einen Geologen hinschicken. Die geben mir halt gar nicht so viel Zeit, meine Soldaten auszubilden. Das ist das Problem. Ich will hier noch einen Katapult hin haben. Kohle kommt jetzt mittlerweile auch an, sehr schön. Er greift schon wieder an. Boah. Er lässt mich ja gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich verliere das hier, wenn das so weitergeht. General, das auch. Aber sie kämpfen auch beide gegen General. Hier mal einen Sperrturm hinsetzen. Noch mal eine Wachstube. Er greift schon wieder an.
Hätte ich hier nicht die Festung. Ich glaube, ich ganz schnell im Arsch. Er stirbt. Mach ihn fertig. Och, wie viel hält er denn aus? Ich habe das Gefühl, meine Generäle sind viel schwächer als seine. Schon wieder tot. Boah. Das war richtig close. Was macht meine Münzprägerei? Es fehlt an Kohle. Wieder erstmal 5 Bäckereien baut. Der geht mir richtig auf die Nerven. Kohle. Die Generäle kommen hier halt immer wieder zur Unterstützung. Wie viele Münzen habe ich da mittlerweile immer noch? 121, also mehr als genug. Okay, das passt. Kohle bräuchte ich vielleicht auch nochmal. Hier ist auch nochmal Kohle. Ja, da kommen immer wieder mal welche. Schade, dass ich mich nicht ausbauen kann. Ich baue noch ein Katapult. Er greift schon wieder an. Wie viel Bier habe ich eigentlich noch? 292, mehr als genug. Mehl habe ich mehr als genug, Getreide habe ich mehr als genug.
eine Bäckerei hin. Die schnetzeln meine generell so weg. Keine Ahnung. Man hat das Gefühl, die generell von denen sind viel stärker. Oh, hier sind 6. Jetzt brauche ich nur mehr Gold. Ich hau jetzt noch mal eine Eselzucht hin. Wird schon wieder angegriffen. Aber nur mit einfachen Soldaten. Komischerweise, warum lassen die jetzt hier meinen Gefreiten kämpfen? Meine Generäle sollen gefälligst fighten. Komm schon, General. Boah. Das Problem ist, das Gold kommt zu langsam hier hin. Schwer läuft schon wieder an. Einfach mehr Goldmünzen. Fünf von sieben. Komm schon, diesmal gewinn du das Duell. Der war doch full life hier. Er hat nur noch 2 von 7. Er verliert das schon wieder. Nee. Ah, mega knapp. Irgendwann müsste das Ding doch auch mal kaputt gehen, oder? Ach, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine Goldmünze drin. Jetzt sind die 3 Generäle, sehr schön. Wir brauchen einfach mehr Goldmünzen. Ich lasse das nämlich jetzt auch erstmal so und werde erst angreifen, wenn ich hier mehr Generäle habe. Die Granitbergwerke, die laufen, oder? Jo. Leider kommt da ein bisschen wenig Nahrung an.
Nova-Gefighter. Wird auch niedergemäht. Aber ich nicht weiß, was das für Gegner sind mit der Platte. Sind das einfache Soldaten hier? Boah, wieso macht der denn so viel Schaden? Das ist doch kein General. Wieso ist der so stark? Guck dir das an, der macht meinen General auch noch fertig. Unglaublich. Ja, liebe Leute. Ich mache hier Pause. Wir hören uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Diese Mission ist noch lange nicht gewonnen. Hier haben wir eine richtig, richtig schwierige Aufgabe vor uns. Der gelbe Gegner hier, der ist richtig heavy. Und ich merke auch momentan wieder, wie ich echt Probleme habe, an Granit, an Stein ranzukommen. Irgendwie, keine Ahnung, will hier nicht... kann ich noch mal kurz schauen, ob ich das irgendwie hier Granitbergwerk auch mal ein bisschen höher mache, dass noch ein bisschen Stein produziert wird. Na komm, den machen wir jetzt nicht mal kurz alle. Guck mal, wie der den General wegschneidelt hier. Nein, doch nicht. Der mit den dunklen Haaren ist auf jeden Fall ein Unteroffizier, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ärgerlich, wenn meine Gefreiten erledigt werden, bevor ich überhaupt noch die Möglichkeit habe, die auszubilden. Ja, die sind ätzend. Ja, wie dem auch sei, liebe Leute, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Siedlern 2, die nächste Generation. Das Spiel wird noch spannend werden und auf jeden Fall die schwierigste Mission bis jetzt, definitiv. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.